Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. So, es ist eine Ewigkeit her, dass ich das letzte Mal hier Guild Wars angeschmissen habe. Nun, wir sind nicht mehr hier in der Granitzitadelle, denn kurz bin ich nach Löwenstein gereist. Die letzten Tage sind noch ein paar Händler da. Ich wollte mal schauen, was ich noch mit dem ganzen Winterquatsch, den ich eingesammelt habe. Moment, falsche Taste. Denn machen kann. Kalt. Aber die scheint gerade in diesem Moment heute Morgen natürlich deaktiviert worden zu sein. Etwas dumm. Aber ich hoffe, das sehen wir noch die anderen Tage. Dass ich das schaffe, vorher da noch vorbeizuschauen. Was nicht ganz umsonst war. So. Deswegen gehen wir erstmal grob wieder in Richtung Granitzitadelle zurück. Ich habe mir auch in Löwenstein gleich schon mal das Ausbildungshandbuch des Großmeisters gekauft. Und wir benutzen mal hier einen XP-Bonus. Warum nicht? Na, ja, Werkzeuge haben wir doch noch da. Bin ich nicht einfach unschlagbar? So. Raptor, bla. Die Schaufler rücken auf der Mannlet-Zuflucht vor und rühren sich im Osten. Naja, schauen wir mal für wie lange. Hast du nicht auch ein bisschen zum Handeln? Oh, die Stiefel bringen mich um. Aber es ist zu kalt, um sie auszuziehen. Mir fehlt ein Bärenfellteppich. Der Arctolus. Ach, den hatten wir schon mal geholt. Das muss jetzt nicht normal sein. Nö, diesmal darfst du alleine los. Wir gehen jetzt mal... Oh, hier hinten ist ein Lager. Die Schaufler... Nee, sammelt Blaupausen von den Schauflertechnikern aus den Dokumentfässern und bringt sie zu Oliver. Ach, das ist doch... dieses eine Quest, was sich unter Tage befindet. Und die Abtei ist hier daheim. Was habt ihr denn für mich? Bitte, die besten Preise braucht euren Beistand. Ein großer Wissensschatz ist in Gefahr, für immer verloren zu gehen. Aha. Was sollen wir denn machen? Du stehst also nur dumm rum. Gut. Hm, das ist neu. Wir beide erstmal ran. So. Ach, komm. Aus dem Schatten. Da ist er. Wir orientieren uns hier mal ein bisschen. Da ist ein Scharfschütze. Doch, den holen wir uns gleich mal ab. Und gehen danach hier unten mal in das Lager. Tötet den Schaufler-Scharfschützen, der die Einheimischen terrorisiert. Vorsicht, es kann gefährlich sein, sich dem Aussichtspunkt eines Scharfschützen zu nähern. Ach. Wirklich. Frage ist eher, wo genau versteckt er sich hier denn? Au. Ja, es ist gefährlich. Stehe noch gerade so.
Feuer. Alles, was hilft. Na toll. Das Vieh haben wir auch gleich mitbekommen. Wollnashorn, lass mich doch in Ruhe. Doch. Hatte sogar halbwegs was Brauchbares dabei. Interessante Dinger, die hier auf dem Boden sind. Na gut. Belüftungsschächte sind von der Höhle unter uns. Bin ich nicht einfach unschlagbar? Ich glaube, das benommen mal zum Schluss sieht es mal anders aus. Noch ein Sieg für mich. Nein, mich lässt du bitte in Ruhe. Ich möchte nur etwas Eisen abbauen. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Okay. Achso, das Versammler, das macht es Sinn. Was seht ihr denn für kleine Schaufler? Um euch kümmern wir uns gleich. Ist das hier ein Schauflerlager? Tatsächlich. Hier noch. Dann machen wir uns mal nach hier oben auf. So, weg hier. Helfen wir der Moa. Nein. Ihr habt ihn getötet, ihr Schweine. Das sah sich ganz nach dem Höhleneingang aus. Mal sehen, vielleicht kommen wir da später raus. Und Adler. Meine Lieblingsviecher. Na egal. Du fällst mir sonst bestimmt in den Rücken. Von den Technikern. Ob wir dann auch hier draußen welche haben? Oder ist hier ein Eingang? Ein Eingang tatsächlich. Und dann wollen wir uns da drin nochmal umschauen. Da gibt es sicherlich noch einiges zu entdecken. Es
sabotiert. Waffenlager, tötet Schauflamin. Aua. Sollst nicht auf mich feuern. Genau, das hast du davon. Eine Sehenswürdigkeit. Ah, wir können das Grab hier untersuchen. Das machen wir einfach. Sabotieren aber erstmal ihr Waffenlager da. Fest verschlossen. Okay, ich wusste nicht, dass wir einen Schlüssel dafür haben. Ist der Veteran auch hier? Ja, ist er. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Au. Da sollte ich aufpassen. Und wieder weg. Veteranen haben wir geschafft. Sehr cool. Bevor sich diese Tür gleich schließt, öffnen wir mal fix die Truhe. Ach Gott, wenn man mich denn lässt. Ich hoffe, dass er ehrlich arbeitet. Bestätigung, wie großartig ich bin. Wacker Dalzack. Na gut, besser als nichts. Welche Richtung wollen wir denn weiter? Gehen wir mal hier lang. Ich dachte schon gerade, da ist was hinter mir. Arbeiten wir uns hier mal ganz langsam, aber sicher vor. Und benutzen mal den schönen langen Bogen auf der Entfernung. Mach, aber tut doch ruhig weiter. So, mit den Waffenlagern können wir, glaube ich, nichts mehr anfangen, oder doch? Können sie noch sabotieren. So. Ne, werden nicht feindlich. Ich glaube, wir probieren erstmal hier uns unten durchzuarbeiten. Dann schauen wir nochmal, dass wir hier zum Aussichtspunkt kommen. Oder nicht. Wir machen es mal. Und da geht's hoch.
Da ist nichts. Unübersichtliches Ding. Okay, das scheint eine abgeschlossene Höhle zu sein. Dann gehen wir doch mal hier runter. Hier ist aber nur ein Resonator. Oder vielleicht auch nicht. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig. Meistens Overkills. Ist der eine Kerl feindlich? Okay, wenn er mir jetzt nicht hinterherläuft, ist mir das egal. Ja, die Granit-Zitadelle, das machen wir später noch. Mhm, was können wir denn damit machen? Wissen ist der größte Schatz. Was hättest du denn für mich? Den Helm können wir sicherlich nicht nutzen. Das Ding ist nicht besser. Naja gut, nicht schlecht, aber auch nicht das, was wir suchen. So, das Ding könnten wir mal wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Schrott loswerden. Das hier in den Müll. Ist auch. Gut, dabei belassen wir es erstmal. Schade, es war ein Techniker. Hatte aber doch keine Schriftrolle dabei. So. Suchen wir jetzt doch erstmal den Aussichtspunkt. Da oben. Und dann schauen wir nach, wie wir da vielleicht hinkommen. Okay, da hinten bin ich, glaube ich, letztes Mal reingekommen. Und das klappte nicht so ganz. Dann laufen wir mal hier lang. Tut weh, oder? Mal sehen, welcher der Türme es hier wird. Ah, der muss ganz schnell sterben. Sachen bluten. Ruft Schaufleier bei. Kommt doch bestimmt gleich wieder raus. Aber ganz egal, wir kommen da hinten anscheinend. Okay.